Bixby. Warum Bixby? So heißt das Ding. War ein bescheuerter Name. Oh. Nein. Also, fangen wir an. Okay, stabil. Herzlich willkommen zurück bei den Fanchers. Wir machen heute Beef Wellington. Es könnte sein, dass Gordon Ramsay sogar nach Deutschland fliegt und uns verprügelt. Andererseits wird er vielleicht auch lächeln. Denn wenn er uns verprügelt hat. Wenn er uns verprügelt hat, ja. Dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, also aufwendig ist es schwierig zu. Der Schwierigkeitsgrad ist ziemlich. Wir haben uns den Schwierigkeitsgrad ziemlich hoch gesetzt. Also bin mal ganz gespannt, ob wir es hinbekommen. Andererseits wird das Ganze, denke ich mal, doch sehr lecker werden, aber vor allem sehr spontan. Wir haben keine genaue Vorgabe, wie wir das anfertigen werden, sondern es ist wirklich sehr individuell gestaltet. Dann würde ich sagen, legen wir los. Jetzt schon? Ja, wir können auch. Nein, nee. Ey, in 4 Stunden wieder, gell? Wir müssen halt dann, fürs Salz. Achso, wir können auch nochmal eine neue. So, dann machen wir das so. Das erste, was wir hier Schönes haben, ist ein schönes Rinderfilet aus Irland. Heißt, sollte von glücklichen Rindern sein. Das erste, was wir jetzt machen werden, ist das Ganze etwas zurechtschneiden. Und danach werden wir es richtig schön würzen mit Salz, Pfeffer. Das heißt, wir schnappen uns jetzt ein schönes Messer, gehen hin. Wir werden das auf jeden Fall verwerten. Aber dass wir ein wirklich soweit schönes Stück bekommen, machen wir hier einen Einschnitt. Dass wir wirklich von hier bis hin ein wirklich schönes Stück haben und damit wir auch in Ruhe arbeiten können. Gehen wir hin. Richtig schön durch. So, das kommt einmal beiseite. Und schon haben wir hier ein ordentliches, schönes Stück Rinderfilet. So, könnten wir jetzt einfach machen. Könnten wir alle schön weiße Fettstellen wegmachen. Lassen wir jetzt aber so. Wir werden dafür geschlagen, sag ich jetzt schon. Aber egal. Es geht darum, wir wollen soweit den vollen Geschmack entfalten. Sprich, jetzt geht es daran, dass wir das Ganze schön ordentlich würzen. Die Gewürze müssen jetzt erstmal ein bisschen einziehen. Wir nehmen jetzt erstmal eine schöne, ordentliche Prise Salz. So, haben wir einmal. Dann schnappen wir uns den Pfeffer. Auch hier, da müsst ihr nicht unbedingt sparen. Ruhig, großzügig sein damit. So, und dann richtig schön ins Fleisch einmassieren, dass wirklich soweit alles ausgefüllt wird. Jede Rille, jede Lücke. Schön, dass die Gewürze reinkommen und sich so entfalten können. In unserem Rezept ist vorgesehen, dass das Ganze für 2 Stunden ruhen wird und das ist auf jeden Fall eine gute Zeit. Es ist die Stimme und vor allem, du denkst nicht drüber nach, du weißt einfach, was du redest und das macht halt irgendwo auch noch Sinn. Was wir jetzt natürlich machen, wir nehmen jetzt unser schön gewürztes Fleisch, gucken wir mal von allen Seiten an. Wir haben soweit jede Rille alles schön gefüllt, geben wir jetzt hier auf Frischhaltefolie, um das Ganze luftdicht einigermaßen zu verpacken. Und jetzt gehen wir hin. Wir geben dem Ganzen wirklich eine etwas schönere Form. Das heißt, wir nehmen das jetzt und wir wickeln das Ganze ein.
auch mit ein bisschen Druck ruhig zusammenziehen. So, dass ihr wirklich eine schöne, glückliche Rinderrolle habt. Nehmen wir nochmal raus hier. So, 2 und 3. Schön die Enden richtig schön zumachen, zudrücken. Und wie ihr sehen könnt, jetzt habt ihr wirklich eine glückliche kleine Fleischrolle. Die geht jetzt für 2 Stunden in den Kühlschrank. Schöne Gewürze werden eingezogen. Bis vor kurzem, beziehungsweise seit genau diesem Video, weiß ich, dass es eine Pilzbürste gibt, um Champignons zu reinigen von Dreck, Schmutz, äußerem Wehwehchen, wie auch immer. Und bis dato wusste ich das nicht. Mittlerweile sind wir wieder mal ein bisschen schlauer geworden. Man lernt ja nie aus. Jetzt gehen wir hin, wirklich, und gehen hin, reiben schön rundherum um den Pilz. Gucken wir mal, dass wir den ganzen Dreck hier rauskriegen. Auch hier oben schön drüber. So, 600 Gramm Pilze später, plus eine Bürste, plus ich, haben so ein Ergebnis geliefert. Investition, gute Investition, wenn ihr viel mit Pilzen arbeitet. Macht zwar mehr Aufwand, aber es lohnt sich, glaube ich. Und die müssen wir wirklich klein schneiden. Wirklich, wirklich, wirklich klein. Das heißt, wir nehmen die jetzt erstmal raus, denn diese Auflaufform ist unser Auffangbehälter, später für die Pilze. Nehmen wir jetzt erstmal alle raus, bevor wir sie richtig klein hackseln. Und wenn ich wirklich sage, sie werden wirklich, wirklich klein gemacht. Das hat mir meine Oma damals schon gelernt. Und zwar ist es immer das Ende, beziehungsweise den Stiel, immer ein kleines bisschen abzuschneiden. Ihr müsst nicht den ganzen Stiel abreißen, müsst ihr nicht machen. Wichtig ist einfach nur, dass er wirklich einen kleinen Schnitt macht, die rausnimmt. Ist okay, schon fast zu viel, aber dass er wirklich einfach ein bisschen wegschneidet. Das hat nicht so funktioniert, ja. Ich sollte es vielleicht andersrum legen. Erstmal schön in kleine Scheiben schneiden. Wie gesagt, sie werden wirklich, wirklich klein werden. Das heißt, wir haben jetzt hier, haben wir schon einen kleinen Stapel. Gehen wir hin. Sie werden wirklich, wirklich schön klein gemacht. Da werden wir auch mehrmals drüber gehen. Dass es wirklich im Endeffekt einfach nur noch kleine Würfel sind. Wunderschöne kleine Würfel. Und dasselbe, das werden wir jetzt auch machen mit den Zwiebeln. Also heißt, ich werde mich jetzt ganz tapfer den Tränen widmen. Noch einmal muss ein Mann weinen, um die Zwiebeln klein zu schneiden. Und ja, dann geht's auch schon ans Eingemachte. Mhm. Nach zahlreichen Drehen ist die Schlacht nun geschlagen. Nachdem wir unsere Pilze sowie die Zwiebeln gemischt haben, geht es nur noch das Ganze anzubraten. Nehmt ruhig ein gutes Stück Butter. So, ihr seht, ein massiver Klotz, aber genau richtig. Einmal in die Pfanne geben und nun kurz abwarten. Wie ihr sehen könnt, unsere Butter ist soweit geschmolzen, der ganze Boden ist bedeckt damit. Und unsere Pfanne fängt langsam an zu brutzeln. Das heißt, wir können unser Zwiebel-Pilz-Gemisch nun hineingeben. Im Normalfall macht man erst die Zwiebeln rein. Machen wir jetzt, sind ein paar Pilze dabei. Bevor wir dann den Rest draufklopfen werden. Einfach ein kleines bisschen kurz vorher rein, bevor wir das ganze Ding einfach reinklopfen hier. So, was ich sagen muss, sieht schon nice aus. Wie gesagt, sind jetzt ein paar gemischt mit dabei. Das ist nicht schlimm. Bereitet das Ganze ein bisschen aus, schön ein bisschen verteilen in der Pfanne, schön das Pilzgemisch hineingeben, immer schön hier rein in die Pfanne. So. Jetzt verteilen wir das Ganze nochmal schön. Richtig schön die ganze Butter, die
die Pilze aufsaugen lassen. Ne, die Pilze sollen die ganze Butter aufsaugen, so rum. So, und dann haben wir jetzt hier eine wunderschöne Masse, die jetzt einfach vor sich hin brutzeln sollte. Mit dazu gebt ihr jetzt natürlich einen guten Hauch Pfeffer. So, schön verteilen über alles. So, einmal Pfeffer, zweimal Pfeffer. Also wie ihr merkt, es wird ein sehr salz-pfeffriges Gericht werden, sehr würzig. Aber genau so soll es auch sein, denn nichts passt besser zu Fleisch, als wenn es richtig schön saftig und vor allem gewürzt ist. Ne? Es soll wirklich miteinander sich alles vermengen. Schön die Zwiebeln mit in die Pilze eingearbeitet haben. Und dann haben wir wirklich eine hervorragende Mischung. Aber wir haben das Ganze jetzt richtig schön köcheln lassen. Es sind jetzt gute 10 Minuten vergangen, wo unser Pilz-Zwiebel-Gemisch sich nun hat schön wärmen lassen von der einen Seite. Jetzt geht es zurück in eine Schüssel bzw. Auflaufform. Das heißt, wir nehmen die Pfanne runter und schön rein damit. Es sieht jetzt nicht nach dem appetitlichsten aus, aber ich kann euch ganz klar sagen, es riecht viel, viel geiler und schmeckt viel geiler, viel, viel besser, als es eigentlich aussieht. So, schön alles raus, was wir wollen, alles dabei haben. Wir haben unser Gemisch beiseite gelegt und jetzt gibt es unsere schöne kleine Beefy. Gibt es jetzt in die Pfanne. Davor, bevor wir das machen, nehmen wir nochmal einen einigermaßen größeren Klecks Butter. Es hat jetzt insgesamt knapp eine Stunde gezogen gehabt. Das heißt, hier sollte auf jeden Fall was passiert sein. Müssen wir mit der Hand machen. Kommen wir gar nicht drum rum. Und schön in die Pfanne geben. Maximal 2 Minuten anbraten von jeder Seite. Hättet ihr absolut verdient. Das ist ein unbeschreibbarer, richtig schön fleischiger Duft von glücklichen Rindern. Ja, jetzt sind wir nun fast fertig. Es sind nur noch 2 Seiten, die wir anbraten müssen. Es ist wirklich wichtig, dass ihr von jeder Seite diese 1,5 Minuten bis 2 Minuten einhaltet. Heißt wirklich oben, unten, links, rechts, wie auch immer. Nun sind wir fertig. Und schaut es euch an. Legen wir schön sanft ab. Es ist wirklich insane. So, was jetzt passieren wird mit dem guten Fleischstück, wird es nochmal richtig schön eingerieben. Und zwar mit Senf. Scharf, mittelscharf, mild. Dürft euch aussuchen, weil der Senf weckt nochmal besondere Aromen. Schnappt euch jetzt einen Klecks und dann richtig schön einmassieren in das Fleisch. Das Fleisch hat auch Gefühle, mein Lieben. Für dieses Fleischstück wollen wir nur das Beste haben. Denn wenn es schon von glücklichen Rindern stammt, also ich hoffe mal, sie sind glücklich gewesen, dann ja, soll es denen auch jetzt noch gut gehen. Auch schön, wenn ihr wirklich die Ritzen habt, Spalten habt, geht vorsichtig rein, massiert sie leicht ein, dass wirklich alles schön durchdringen kann, schön ein bisschen aufsaugen kann. Und dann sollte das Ganze doch passen. So, da wir einige Vorbereitungszeit jetzt nochmal brauchen, um das Ganze fertigzustellen, dass die Aromen jetzt nicht alle flüchten, werden wir das Fleisch jetzt nochmal nehmen und wirklich schön in die Frischhaltefolie einpacken. So, und jetzt passiert die wirkliche Fleißarbeit. Es geht jetzt darum, unser Pilz-Zwiebel-Gemisch sowie den Serrano-Schinken nun auf den Blätterteig zu verteilen. Wir nehmen eine Scheibe für Scheibe Serrano-Schinken, legen diesen drauf. So, machen wir jetzt Schicht für Schicht weiter. Müssen wir jetzt hingehen und unser ganzes Pilz-Zwiebel-Gemisch nun anrichten. Das heißt, wir nehmen jetzt hier unseren Pottich, nehmen einen ordentlichen Schwung und setzen ihn hier drauf. Und wie ihr sehen könnt, es wird hier wirklich alles aufgebraucht auf diesem Blätterteig. Wie gesagt, in jede Ritze, Fülle wird gegangen.
auch an den Rändern wirklich. Da müssen auch wir noch kleinste Feinarbeiten leisten. Und jetzt kommt der wohl wirklich spaßigste Teil. Denn das Fleisch muss jetzt schön in dieser Serrano-Schinken, Pilz, Zwiebel und Blätterteiggemisch eingerollt werden. Wie ihr ja wisst, wir waren jetzt nicht unbedingt die sparsamste Person, aber jetzt geht er hin, legt das Fleisch vorsichtig drauf. So, schnappt euch das Fleisch, greift es wirklich und schön einrollen. Es ist nicht einfach, diesen schönen Klotz einzurollen, aber es gibt ja Trick 17, dass es am Ende ein kleines bisschen besser aussieht. Aber das werdet ihr erst im Nachhinein erfahren. So, was eine Sauerei. So ein Mist. Ja, aber auch sowas kann passieren. Wirklich versuchen zusammenzudrücken. Hätten wir vielleicht von Anfang an machen sollen. Das war jetzt vermutlich mein großer Fehler. Jetzt werden wir hingehen. Noch einmal Frischhaltefolie. Wer hätte es gedacht? Das Ganze muss jetzt eingewickelt werden und darf jetzt für 2 Stunden ruhen, dass schön das Pilz-Zwiebelaroma zum einen hervorkommt, zum anderen natürlich auch mal das Fleisch richtig schön durchziehen kann. Nicht zu schade. Das können wir nicht wegmachen, Alter. Kannst du das auch durch? Du willst essen. Ja. Also, grundlegendes ist erstmal. Wir haben jetzt unsere schöne Fleischblätterteigrolle in den Kühlschrank umgelegt. Allerdings, wie ihr jetzt gerade gemerkt hattet, gab es ein paar kleine Schwierigkeiten. Im Normalfall lässt man die Pilze wirklich 2 Stunden lang köcheln. In diesen 2 Stunden verschwindet soweit alles an Wasser, alles an Feuchtigkeit, geht soweit weg. Was es zum einen ein bisschen schwieriger gemacht hatte, das Ganze zu rollen. Also ich glaube jetzt im Kühlschrank, wir haben ihn gut eingewickelt, dass er hoffentlich jetzt wieder die Form bekommt. Also dementsprechend, jetzt wisst ihr es besser, so macht man es nicht. Ja, passt. So, jetzt kommen wir, bevor wir zum letzten Schritt kommen und unser ganzes Essen in den Ofen packen, fangen wir jetzt an mit unserer Soße. Diese ist, sollte nur dezent sein, soll jetzt kein Hauptmerkmal zu dem Fleisch sein, sondern eher nochmal als Geschmacksverstärkung dienen. Dementsprechend schnappen wir uns jetzt einfach eine Flasche Rotwein. Das dient als unsere Basis. Die geben wir jetzt einfach mal rein. Schön die ganze Flasche. Seid nicht sparsam, keine Angst. Ist nicht so schlimm. So, was jetzt noch passiert, um das Ganze natürlich ein bisschen zu würzen, ist einmal ein bisschen Rinderbrühe. Mit Wasser natürlich anrühren. 250 Milliliter. Ihr dürft ruhig ein bisschen kräftiger würzen. Heißt mal vielleicht 1-2 Löffel mehr machen, um das Ganze mit anzurühren. Wird natürlich schön vermischt. Die wird gleich mit hineingegeben, sobald der Rotwein anfängt zu kochen. Jetzt machen wir auch eine Mehlschwitze, nur etwas anders, als ihr sie normalerweise kennt. Im Normalfall passiert das, dass Butter in den Topf gemacht wird oder in die Pfanne, wie auch immer. Ein bisschen Mehl dazu und dann wird schön kräftig gerührt. Hier ist das Ganze so, hier wird die Butter jetzt schon mit dem Mehl eingearbeitet. Wir werden das Mehl mit der Butter so lange mehr oder weniger verrühren, bis wir eine Art Teigmasse schon zum Entstanden gebracht haben. Und ja, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und die Sache ist, der Restbutter, der wird tatsächlich auch noch verwertet. Also im Endeffekt, es ist wirklich eine ganze Menge Kalorien, die hier reinfließen. Jetzt werden wir weiter die Butter klein machen, verrühren. Es dauert leider noch ein kleines bisschen, bis die Butter wirklich auf Zimmertemperatur ist. Lasst die Butter einfach 10 Minuten länger draußen stehen und dann habt ihr dieses Problem auch nicht. So, haben wir alles schön beisammen. Jetzt nochmal hier schön richtig kräftig rühren. So, und dann geben wir die Schwitze, beziehungsweise, ja, ich weiß noch nicht ehrlich gesagt, wie ich das betiteln würde, aber wir geben jetzt den Teig. Geben wir einfach mit rein. Auch hier nochmal richtig kräftig verrühren.
Am Ende wird das Ganze etwas dickflüssiger werden. Soll auch so sein, da müsst ihr keine Angst haben. Und dann lassen wir das Ganze schön köcheln jetzt erstmal. Wenn unsere Soße jetzt schön vor sich hin köchelt und erstmal ihre Aromen freisetzt, müssen wir uns natürlich darum kümmern, dass wir genug Ei haben, um den Blätterteig einmal zu bekleben und zum anderen natürlich auch bestreichen können. Heißt, wir cracken jetzt erstmal schön die Eier auf. Geht natürlich schöner, ich weiß. Mit dazu gebt ihr noch einen kleinen Schuss Milch. Entweder macht ihr den davor, so wie wir, oder gebt ihn danach hinein. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist einfach nur, dass ihr einen kleinen Schluck Milch drin habt. Wie ihr sehen könnt, die Pilze haben sich natürlich nicht auf die schönste Art und Weise verteilt, aber das ist nicht so schlimm. Jetzt, bevor wir wirklich anfangen, unser Fleisch auszurollen bzw. richtig fertig zu machen, gehen wir jetzt hin, rollen einmal schön den Blätterteig aus. So, machen wir einmal hier richtig schön. Im Normalfall gibt es richtige Pinsel. Das ist jetzt Improvisation gerade bei uns, also nehmt euch am besten kein Beispiel bitte. Einmal nochmal richtig einwickeln. Ey, mach jetzt nicht so. Und abschließen. So, damit haben wir jetzt einen Schritt erfolgreich getan. So, nachdem wir nun ein kleines Muster in den Blätterteig geschnitten haben, was der liebe Robin übernommen hat. Im Normalfall gibt es ein spezielles Werkzeug für den Blätterteig, um sowas zu machen. Allerdings ist uns auch das nicht zur Verfügung. Dementsprechend ein einfaches Buttermesser. Mal gucken, ob das Ganze jetzt was wird. Und zwar müssen wir jetzt hingehen, nehmen den Blätterteig vorsichtig hoch. Das ist die dümmste Idee, die ich jemals in meinem Leben hatte. Fürs Aussehen lassen wir jede Hoffnung wieder fahren. Allerdings geht es ja mehr um den Geschmack. Irgendwie hat das funktioniert. Rest in peace. Danke. Einer der bisschen fähiger ist als ich gerade. Gut, alles das Blätterteig ab sofort ist das deine Aufgabe, das finde ich ganz gut. Nachdem der liebe Robin das Ganze abgeschlossen hat und ich festgestellt habe, Blätterteig ist sein Ding, das kann er ab sofort machen, bestreichen wir nun das Ganze noch schön mit unserem Eigelb. Richtig schön gut auftragen, überall auftragen, ganz, ganz wichtig. Wirklich auch in jede Rille, jede Ecke mit rein, dass wirklich der ganze Blätterteig mit dem Eigemisch zusammen ist. Das Eigelb sorgt natürlich auch für die wunderschöne goldbraune Farbe. Zumindest sollte das Endergebnis so aussehen, ja. Wie es natürlich schlussendlich aussehen wird, wird auch hier wieder ein Abenteuer werden bei uns. Geht das Ganze nun in den Ofen, so lange, bis schön der Mantel goldbraun gebacken ist. Im Normalfall macht ihr das am besten in der Auslaufform, so habt ihr am wenigsten Dreck. Weil es könnte natürlich sein, dass es vielleicht einiges verlaufen wird. Ich bin ehrlich gesagt sehr nervös. Nun ist das Prachtstück fertig. Die Soße war jetzt insgesamt eine halbe Stunde am Köcheln gewesen. Der Rest nur noch schön durchgezogen, während unser schönes Wellington Beef im Ofen geschmort hat. Wir haben es insgesamt 30 Minuten gebacken, 5 Minuten davon nochmal im Ofen ruhen lassen. Also insgesamt die Backzeit sind 35 Minuten und ja, es sieht wirklich gut aus. Für uns Amateurköche, die das absolut nicht gelernt haben, ist das echt trotzdem gut geworden. Aber jetzt kommt das Wichtigste und zwar, wie sieht das Ganze von innen aus? Der Speis ist nun angerichtet. Wir hatten ein paar Schwierigkeiten gegen Ende hin. Es sah nicht ganz so schön aus. Allerdings, als wir es aus dem Ofen genommen haben, sah es doch gut aus. Allerdings war die
Zubereitung auf dem Teller etwas schwieriger als gedacht. Ehrlich gesagt, ein bisschen Sorgen, ein bisschen Gedanken mache ich mir noch. Aber das ist nun hier, um beseitigt zu werden, würde ich behaupten, ne? Alter, ich glaube, ich muss gleich heulen, ne? Ich kann euch sagen, Leute, auch wenn ich wirklich viele Zweifel hatte, das hat es mir wirklich gerade genommen, die Kombination zwischen der Rotweinsoße, die ja nicht zu viel ist, sondern wirklich unter dem Fleisch liegt, und das Gesamtkonzept von den Pilzen mit den Zwiebeln, mit dem Serrano-Schinken, mit dem Blätterteig und einfach vor allem das Fleisch ist echt hervorragend. Also echt krass. Wenn wir jetzt wirklich das Äußere, was nicht ganz gelungen ist, weglassen, ist es wirklich in meinen Augen persönlich eine 10 von 10 wieder. So wie der Taco. Wobei ich sagen muss, das übertrifft's nochmal um Weltenlänge. Ganz ehrlich. Tippus. Yay, Wieners. Oh, fuck. Alter. Mein Nacken. Also, man muss sagen, ihr habt das Fleischstück gesehen. Es ist alles weg an Fleisch. Ja, wir haben den kompletten Oschi gegessen. Alles in allem muss ich sagen, auch wenn es optisch am Ende mich nicht ganz so überzeugt hatte, war es geschmacklich. Absolut geil. Es war einer der geilsten Sachen, wo wir gemacht haben. Also ich muss auch sagen, Rotweinsoßen werden absolut nur noch so gemacht. Ja. Die sind absolut genial. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und von meiner Seite aus, wie immer, haltet die Ohren steif. Ciao, Leute. Und auch von mir, passt auf euch auf. Viel Spaß beim Nachkochen. Und damit verabschieden wir uns. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.